Trotzdem werde ich jetzt im Wasser laufen. Auch Dinge wie Housing beispielsweise sind geplant. Das sind alles Features, die auf der Liste stehen. PvP soll es auch später geben. Ah, eine Bumblebee. Momentchen mal. So, satte 7 XP, das ist natürlich ganz gut. Also PvP soll später auch kommen. Auch Online-PvP. Noch mehr Landschaften. Es gibt jetzt, glaube ich, so 6 Vegetationsformen bzw. Landschaftsformen. Also Wüste gibt es. Es gibt so Lavaschluchten. Es gibt Wälder. Es gibt auch Höhlen. In den Höhlen ist natürlich viel Erz zu holen. Es gibt allerhand Sachen zu entdecken, auf jeden Fall. Es gibt solche Ruinen, da können wir auch später nochmal hingehen. In diesen Ruinen, das ist ja wie eine Art Dungeon auch. Oberwelt, da gibt es auch eine Unterwelt Dungeons mit auch mit Pfeilen und all solchen Dingen. Oh, der ist rot, da muss ich aufpassen. So, hier ist auf jeden Fall Wasser. Und jetzt werde ich ein paar Tränke herstellen. Wie viel können wir denn herstellen? 15. Naja, das ist ja auch nicht so viel. Mit Tab kannst du schnell durchwechseln, was auf Q sein soll. Sehr gut, okay, alles klar. Wow. Was greift mich da an? Ah, Mensch. Ja, es gibt eben auch ziemlich viele Gruppen, die hier einfach vorbeilaufen. Okay, jetzt sehe ich das Problem mit dem, mit den Kuchen zum Essen. Wenn man isst, setzt er sich hin. Und das kann man im Kampf also überhaupt nicht gebrauchen. Na toll, jetzt hat es mich erwischt. Was ist das denn? Das ist eine epische Kuh. Durarok. Kau. Na, ist ja klasse. So, wo waren wir? Da laufen auch wieder welche vorbei. Es laufen sowohl feindliche Einheiten durch die Gegend, als auch freundliche. Also ich habe schon mal mit einem irgendwelchen fiesen Mobs zu tun bekommen und auf dem Weg kann man eben nette Leute vorbei, so wie diese hier, und haben mir geholfen. Das ist ganz cool. Leider könnt ihr auch nicht weiter mit denen kommunizieren. Die erzählen euch nur irgendwelche Geschichten, so wie das hier, oder dass sie irgendwie klettern mögen oder irgendwas. So, Radieschenstückchen haben wir. So. Ah, okay, und dann... Ah, sehr gut, okay. Also Tab und dann links, rechts und dann wählt man das, die jeweilige Sache aus. Na, schaffen wir die? Ja, das müsste, sieht eigentlich ganz gut aus. Rotes Bienchen. Das Bienchen konzentriert sich voll und ganz auf den Hund, der wieder draufgegangen ist. Traurig. Ah, aber das schaffen wir. So, satte 7 XP, leider nichts Besonderes dafür bekommen. Jetzt wieder weiter ab. Was greifen die da eigentlich an? War das mein Hund? So, der Hund respawnt auch regelmäßig. Wollen wir die ganze Gruppe aufs... Ja, komm, probieren wir es mal. Ah, voll daneben. Auf Ruhe, doch. Nein. Oh, war das knapp. Was will er denn hier? Nee. Das reicht ja nicht. Wo waren die? Die waren hier unten, oder? Genau das habe ich gemeint. Man respawnt manchmal und weiß gar nicht, wo man ist. Ich glaube, hier unten waren die doch irgendwo, oder? Verwirrend. Doch, da sind sie. Die haben sich
alle eben geheilt. Nee, das krieg ich nur. Ei. Nur auf die Mütze hier. Mist. Ja, so hart sieht das aus, wenn man gegen drei Range kämpft. Jetzt kämpft sie da oben gegen den Hund. Hüpfen runter. Mist. Mensch, und die heilen sich auch die ganze Zeit. Ich habe überhaupt keine Chance. Alleine geht das nicht. Nicht so. Das ist echt ziemlich hart. Also ihr seht schon, es ist alles andere als ein Kinderspiel hier. Auch wenn es auch nicht so leicht ist mit der Klasse. Wir können ja auch gleich mal einen Fernkämpfer auswählen. Also erstellen und dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Jetzt gegen zwei vielleicht. Da haben wir doch eigentlich bessere Chancen. So, gleich zwei auf. Nee, ich bin 100 erwischt. So. Das sieht schon alles eine Ecke nerviger aus als mit Mage. Ja, danke. Das ist gut, dass du es sagst. Ja, Lelox, ich hab's ja schon gesagt. Also, mit den, wie das mit den Statuen ist. Lelox sagt über Twitch auch nochmal. Ich soll, Futo, soll ich sagen, dass man nicht an den Statuen vorbeilaufen muss. Man wird automatisch, wenn man stirbt, an die nächste Statue wiederbelebt. Ja gut, okay, so genau habe ich das wirklich nicht gesagt, das stimmt. Ah, da hätte ich vielleicht essen sollen, statt in die Health Potion zu nutzen. Na gut, so gesehen ist das vielleicht auch nicht schlecht, wenn man also in einem Kerker ist, dass man dann so eine kleine Gruppe pullt, also so ranzieht, die Aggression auf sich zieht, die dann erledigt den Dreierpulk, dann den Kuchen isst, sich kurz hinsetzt und dann weitermacht. Das ist vielleicht besser als ein Health Potion gleich zu nutzen. So, wo sind wir denn hier? Hier laufen wir schon in den unentdeckten Bereich. Ich laufe mal da weiter in die Richtung. Mal gucken, was da so kommt. Und vor allem, wenn wir das Wasser erreichen, kann man erstmal mehr dieser Tränke machen. Ich habe auch überhaupt keine Tränke mehr. Nur noch die Suppe. Hm. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass uns nichts angreift hier. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen, Leute? Also, es muss doch irgendwelche Fragen geben. Wenn ja, dann schreibt sie einfach. Da kann ich da vielleicht irgendwas beantworten oder irgendein netter Mensch aus dem Chat. Das kann auch gut sein. So, 9 Tränke kann ich herstellen. Was haben wir da? 2 Radieschen, oder? Ja, da sind Radieschenlinge. So, gleich beide erwischt. Was haben wir hier? Das ist die Iron Shield. Power 1. Meiner Stärke. Ah, Pet Food. Yellow Jelly. Gelber Glibber oder sowas, ne? You can carry more of these items. Okay, ich habe also schon eins davon. Ja, wie ihr seht, man kann dieses Pet-Food für die unzähligen Pets, die es gibt, die auch Begleiter und Mount sein können, wobei ich glaube, ich kann auf dem Collie kann ich nicht reiten, oder? Nee, man kann wohl nicht auf jeden Pet reiten, so wie es aussieht. Schade, ich hätte gerne auf so einen Hund geritten. Ja, die droppen einfach jedenfalls, dieses Petfood. Zufällig. Gehen wir einfach mal diesen Weg lang. Mal gucken, was kommt.
Doch, du kannst auf den Collie reiten. Du musst nur den Skill haben. Ja, okay, alles klar. Ja, dann schauen wir mal zu, dass wir jetzt möglichst schnell aufsteigen. Ich habe echt Lust, auf so einem Collie zu reiten. Das wäre aber nur ein Levelaufstieg, oder, Lelox? Hier ist ein Bett, da kann ich mich kurz drauflegen und ablegen. Ja, das ist so die Sache bei Cube World. Einerseits Fluch, andererseits Segen. Alle möglichen Dinge, die es so gibt bei Cube World, müsst ihr euch erschließen. Es gibt kein Tutorial, das euch irgendwie alles erklärt von Anfang an. Ihr werdet im Grunde reingeworfen in die Welt und müsst alles selbst entdecken, erkunden und herausfinden. Natürlich nimmt euch das Internet einiges ab und man kann sich einiges auch durchlesen. Andererseits ist es ziemlich cool, auch wenn man einfach Dinge selbst entdecken kann, wie ich finde. Du brauchst 5 Punkte im Pet Skill und dann 1 Punkt im Reit Skill. Oh, okay, alles klar. Das würde also 6 Levelaufstiege bedeuten, was jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird in der nächsten Stunde. Außer es passiert irgendwie ein Wunder. Du bekommst 2 Punkte pro Level, alles klar. Das ist natürlich auch gut. Hey, Spartan-Tiger. Das würde ja vielleicht doch gehen, wenn ich mir wirklich mit jedem Tier hier anlege. Und drauf gehe, so. Ne, aber wir brauchen echt sowas wie ein Dungeon oder sowas. Zwei von 4, das heißt, ich hätte noch welche. Machen wir das nochmal. Petmaster, your pet becomes stronger. The health of your pet is increased by... Ja gut, dann erhöht sich also die Gesundheit des Tieres. Das machen wir doch gleich. 2 Punkte ausgegeben. Dann fehlen nur noch 3. Ne, 4. Also 2 Levelaufstiege. Oh, das ist ein epischer Gegner. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so gut gehen hier. Nee, das würde wahrscheinlich ewig dauern. Gut, jetzt wird er sich auf mich konzentrieren. Die Frage ist, 9 Tränke, reichen mir die, um das Vieh zu besiegen? Sagt was, ich glaube nicht, dass es klappen wird, oder? Ja, wobei, mein Tier wird immer wieder wiederbelebt. Okay, das wird ein bisschen dauern, aber ich würde sagen, das lohnt sich. Ja, warte, warte. Ein Sechstel ist doch schon weg. Wäre natürlich cool, wenn hier irgendeine Truppe von Abenteurern vorbeikommt, die freundlich sind. Dann würden die mit drauf gehen. Oh, jetzt liegt das Vieh sogar. Na, das geht, das geht. Ich habe mich mal kurz.